In Hongkong, 2 Tage Feiertag an der Börse und nach dem Kursrutsch der letzten Tage geht es hier zunehmend chaotisch zu, was Demonstrationen angeht. Und durchaus interessant, wie die Medien darauf reagieren. Ich kann Ihnen immer wieder empfehlen, auch Bild zu lesen. Bildung, Bildzeitung bildet. Und vor allem durchaus interessant zu sehen, welche Interessen dann die Strippenzieher hinten dran haben, wie die Stimmung der Bevölkerung sein soll, was man glauben soll, welche Stimmung man generieren will. Und wir hatten das gesehen, dass all die Demonstrationen der letzten Jahre, die haben auch ihre Namen bekommen. Das war die Orangenrevolution, die Nelkenrevolution und so weiter und so weiter. Da hat man die einordnen konnte, dass die vernünftige gleiche Bezeichnung hatten. Und in Hongkong ist es sofort ab den ersten Tagen die Regenschirmdemonstration. Und es ist durchaus ein Thema, das man sich anschauen sollte. Denn China hier unter Druck zu bringen, kann durchaus ein Thema sein. Es geht um Demokratiebewegungen, durchaus nachvollziehbar in Hongkong. Aber das ist durchaus gefährlich eben auch für Peking. Ich hatte gestern schon darauf hingewiesen, auf die Situation, auf die Parallelen mit Ukraine. Damit kriegt man Moskau massiv unter Druck. Vielleicht eines Tages die Revolution in Moskau. Und das, was in Hongkong passiert, kann durchaus in China für ziemlich Ärger sorgen, wenn dort ebenfalls eine Demokratiebewegung entsteht. Wir erinnern uns an die Panzerniederschlagung der Studentenproteste vor vielen Jahren und in Peking kann das durchaus spannend werden. Ich kann Ihnen diesbezüglich den Artikel, der heute auf Cashkurs erscheint, von Willy Wimmer diesbezüglich nur wärmstens ans Herz legen. Er hat ja über Jahrzehnte die deutsche Außenpolitik mitbestimmt und beste Kenntnisse über die Zusammenhänge der Vergangenheit und der Gegenwart, was diese geostrategischen Themen angeht. Ich kann Ihnen den heutigen Beitrag nur wärmstens ans Herz legen in Bezug auf Hongkong und China. Und das darf man sich durchaus anschauen. Und bitte auch nochmal mit der Frage verknüpfen, die ich bereits im ersten Buch Crashkurs aufgeworfen habe. Nämlich der Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass Amerika zuschaut, wie China einfach so die weltwirtschaftliche Nummer 1 wird und damit auch die weltweit politische Nummer 1 wird? Oder wird Amerika alles in seiner Macht Stehende tun, um das zu verhindern? Jetzt müssen wir nicht jede Demonstration auf die Amerikaner schieben, aber Interessen sind hier definitiv vertreten. Ja, kommen wir nochmal zum politischen Bereich bzw. Gesundheitsthemen. Ebola in den USA angekommen. Das ist heute eine der großen Meldungen und das ist natürlich durchaus für das wir Sorgen im Land führen. Und wie in der Vergangenheit auch, waren die Ängste vor irgendeiner Gefährdung der eigenen Bevölkerung immer eine Grundlage, mit der man am Ende auch wieder und wieder die Freiheitsrechte abgeschafft hat, die Kontrolle erhöht hat. Und man muss kein Schelm sein, um anzunehmen, dass auch das wieder genutzt wird. Denn wir sehen jetzt, da ist ein Mann eingereist und jetzt liegt er im Krankenhaus. Man weiß nicht, mit wem hatte der Kontakt, wen hat er möglicherweise angesteckt. Und da wirft sich sofort doch die Frage auf, ja, wenn man nur eine ständige Aufzeichnung hätte, wer wann mit wem Kontakt gehabt hat, ja, dann könnte man die sofort kontaktieren und die Seuche eindämmen, bevor es ganz Amerika trifft. Also, da müsste man doch dringend was tun. Finden Sie nicht auch? Interessant ist, wenn man sich anschaut, wie Amerika vor 20 Jahren aussah, wie unsere Freiheit vor 20 Jahren aussah und welche Einschränkungen heute stattgefunden haben. Ich hatte die Tage einen sehr weisen Taxifahrer. Oftmals hat man da sehr spannende Gespräche. Und dieser Taxifahrer hat einen schönen Vergleich gebracht, der schon älter ist, aber lange nicht mehr gehört. Es ist, wenn man einen Frosch in heißes Wasser schmeißt, springt er sofort wieder raus. Setzt man ihn aber ins Wasser und dreht den Herd auf und lässt das Wasser langsam heiß werden, dann bleibt er drin sitzen, bis er verkocht ist. Und so ist es hier wohl auch. Hätte man die ganzen Veränderungen der Freiheitsrechte in Amerika, auch bei uns, innerhalb von einem Jahr durchgepeitscht, einfach per Gesetz, wir wären amok gelaufen, die Straßen wären voll mit Protesten. Aber so sukzessive, Stück für Stück, bleibt der Frosch im Wasser sitzen. Tja, mal sehen, wann wir abgekocht sind. Die Türkei an der syrischen Grenze zieht ihre Truppen zusammen. Und hier natürlich die erste Meldung, die wollen gegen die ISIS vorgehen, gegen den IS oder wie immer es gerade genannt wird. Aber
am Ende geht es um die Angst vor dem Kurdenstaat. Die Türkei hat die zweitgrößte NATO-Armee nach den USA und natürlich haben die vor dem, was die USA hier gerade versucht zu kreieren, nämlich mitten im Nahen Osten einen kurdischen Staat als neue Größe, davor hat die Türkei natürlich große Sorge und möchte jetzt an der syrischen Grenze gegen die kurdischen Teile auf dem syrischen Gebiet vorgehen. Das ist das, was da hinten dran steckt und nicht die Aggression, nicht der Vormarsch gegen die IS. Ganz im Gegenteil, unter Umständen hat die Türkei an der IS momentan sogar ein gewisses Interesse, den Aufmarsch oder diese Entstehung eines Kurdenstaates zu verhindern. Also eine ganz spannende Entwicklung, was hier im Nahen Osten gerade los ist und welche Büchse der Pandora wir hier wieder geöffnet haben.